vielleicht jetzt doch gar nicht so froh, aber ich warte jetzt heuer wieder da. Ein schönen Tag, schönes Gefühl. So wie der Eisenbahn, jetzt bin ich back in town und möchte wieder zu euch da reinschauen, wobei völlig außer Frage steht, so teuer wie der Eisenbad, kein Wi-Fi nicht. Wenn meine Gage plus ein oder zwei Masserl warten, war schön, wenn es von der Stadt eine übernehmen darf. Aber wahrscheinlich wird das heute gehen, der Sparkurs wird dem im Wege stehen. Soll das aber auch nicht jedem so gefallen, die Stadt muss den Gürtel enger schnallen. Weil alle Fraktionen bis auf vorne, das muss ich schon lohnen, sich Gedanken über mögliche Einsparungen gemacht haben. Wobei ich sage, dass man den Sparkurs besser fährt, wenn man sich schlaue Kommentare bei PNP online spart. Aber für mich kommt ja der Bürgermeister rauf, schreibt es mein bis zur Bier beim Franz mit rauf. Letztes Jahr habe ich mir ja eine Auszeit genommen, da ist dankenswerterweise für mich der Ambrosius gekommen. Naja, der hat jetzt auch heute auch gerade keine Zeit. Und dann haben die Weitler überlegt, liebe Leute, wen nehmen wir dann, der den Besucher gefällt, einer, der Strenge und Autorität ausstreut, einer, der sein Lohn mit straffer Hand führt, einer, der bei Zwischenrufen sofort reagiert, der seine Leute schon unter Kontrolle hat mit Zurechtweisung und Redeverbot, einen, den sie auf seine Erziehungsmaßnahmen schon recht ernst nehmen, und dann werden sie auf den Geierstuhl Bürgermeister kommen. Aber dann hat man gemeint, dass zu viele Besucher waren, dass er alle auf einmal ins Hinkerl stehen lassen kann. Bevor es richtig umgeht, habe ich was dabei. Und zwar für unseren Goldengel aus dem Kulmburger Teil. Weil ich da eine Aufgabe für den Ambrosius übernehme, dem ist nämlich letztes Jahr, wo es überblieben, war vor zwei Jahren, weiter dann sie bedanken, sagt Josefa, sie bestellt nichts, ein Glas Wasser trägt lange, und zwar von der Leitung, aber heiß soll es sein, ein Teebeutel zum Einitor hätte Cent mit dabei. Und wenn meine Rede heute länger wird, heute geht es nicht so schnell, kriegst zunächst von mir ein Glasl in XXL. Und der Lars Wasser ist ja selbst dir nicht nur, kriegst auch noch den passenden Teebeutel dazu. Immer brauchen und notfalls kannst du jetzt sein, lutschen oder rauchen. Heuer habe ich lange überlegt, ob ich das auch mitnehme und zum Predigen wieder nach Felder komme. Was habe ich mir in meine Predigten für Mühen gemacht? Und das Ergebnis war meist ernüchternd. Nichts hat es gebracht. Die Finger rumschritten, meist das Beifußlicht gerät, dass sich in Felder was ändert. Wo es weitergeht, dass man wichtige Projekte in Angriff nimmt, dass der Bruckner vielleicht einmal Vormittag in die Arbeit kommt, dass die Felder nicht mehr zum Klachter macht, wenn es im Stadtrat wieder brodelt und kocht, dass das Feuerwehrhaus jetzt endlich fertig wird, übrigens,
Von der geplanten Erweiterung habe ich da gehört. Ein Anbau wird es geben, einen ganz markanten. Und zwar eine Ruhmeshalle für den Ex-Kommandanten. Und da wird reinkommen zu aller Freude Erinnerungen an Toms Kommandantenzeit. Seine ersten Stiefel, sein erster Schlauch dazu. Für seine Abzeichen und Aufnäher ist ja Ohrwand nicht nur. Ausgestattet wird die Halle im großen Stil, unter anderem mit dem legendären Bonzo-Mobil. Persönliche Führungen sollen dann angeboten werden und ich, wenn mich der Tom einlädt, ich komme dann gern. Ja, fast jedes Jahr habt ihr von mir über die Themen was gehört. Ich habe Angst gehabt, dass sich das gar nie ändern wird, aber dann war ja Wahl. Und es hat sich was da. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gut einmal, jetzt kommt es dann wirklich keine Ausrede mehr rum. Darum verlasse ich mein Klause in Bühlingtrum. Und jetzt bin ich da. Und wenn ich so schaue, mir taugt es jetzt schon wieder. Ich fühle mich wohl wie Zau. Wer ich noch bin, erklären brauche ich es. Ich bin der Bruder Johannes und da bin ich daheim. Und nach einem Jahr Abstinenz möchte ich nicht, weil ich muss, euch allen bieten einen herzlichen Gruß. Mit dem Gruß, der immer noch was geht im bayerischen Land, euch allen da herin, grüß Gott beieinander. Ja, also, letztes Jahr bin ich, wie schon gesagt, nicht zu euch reingekommen. Ich habe mir wieder Guardiola Sepp ein Sabbatjahr genommen, um über alles Mögliche zu spekulieren und über dieses und jenes zu sinnieren. Und irgendwie muss mein Körpergröß weniger geworden sein, weil einfach mal bin ich für mein Größ ein wenig zu schwer. Die Leute haben schon behauptet, der Adam und ich hätten von Weitem gesehen die gleiche Silhouette. Naja, bei einem Vater wie mir darf so ein Wampel schon sein, aber die Frage stellt sich bei einem Landrat auch. Wäre unser Adam damals gewesen mit dem Paradies, dann war es ja sicher, er spät blieb das große Geschiss, das vom Herrgott aus dem Paradies wird geschmissen. Weil in einem Opfer hätte unser Adam gewiss nicht wissen. Wir hätten ja bloß die gleichen Probleme, wenn die Eva hätte am Oboten eine Leberkasse mit. Aber ich weiß von Michel, ich darf es euch sagen und möchte eine Erklärung für unser Wandball vortragen. Es liegt nämlich daran, darum denkt hätten wir nie, wir sind beide schwer krank, haben Alzheimer-Bulimie. Wir die Bulimisten tun uns das Essen gerade so eintreiben und wenn wir Alzheimer haben, vergessen wir auch Speisen. Wobei nur Essen und Trinken Leib und Seele zusammenhalten kann, und da spreche ich im Namen der gesamten Fettpolster-Fraktion. Da möchte ich auch kurz auf den Obelix Brunner kommen. Den wollte ja auch die Mama Bavaria zur Brust sich nehmen. Wie es auf Obelix kommt, muss ich mit ihr reden. Weil eine weiß-blau gestreifte Hosen habe ich am Helmut noch nicht gesehen. Und wenn es gewinnt auf seine Körperfülle bezogen, da braucht er die Nockerberg-Dutschen gar nichts sagen. Selber gut voneinander, das ist mir schon selber. Und außerdem unseren Helmut, den pflege ich mir schon selber. Wobei Bemerkungen über das Gewicht haben wirklich wahr bei uns in Bayern mit der Blecker nicht viel zum Tor. Weil selber 110 Kilo weiterer Power als so eine Kalorien- und Fettwerte schauen.
Keiner von so einer veganen Rampen. Ein gescheiter Bayer, der hat eine Wampen. Sie sollte halt bloß nicht, das kann man sich denken, ob ich diese auf Bierschein hängen. Und gleich, Helmut, uns bleibt zwar fast nichts anderes über, aber Bemerkungen zu unserem Gewicht, da stehen wir drüber. Jetzt wenn Sie mal einen Dr. Konrad und den Pfarrer Kittelmann zusammen mit dem Helmut und mit mir auf eine Waage tun, dann wird das Einzige sein, was die Waage berichtet, wir vier haben miteinander Idealgewicht. Wenn es bei den Pfarrern beißt, gewichtsmäßig aus, reißt das der Helmut und ich da gleich wieder raus. Darum ist Pfarrer da weiterhin figurbewusst sein, weil sonst werden wir eventuell doch noch schwach. Jetzt hol ich mir rein, ich hoffe, ich muss das nicht bürsten, ich habe ganz übersehen, die Geistlichkeit zu begrüßen. Dass der Dr. Konrad da ist, war ja schon öfter der Fall, bloß beim Pfarrer Kittelmann ist heuer das erste Mal. Ich hoffe, dir taugt's. Und du wirst dir deinen Abschied nochmal überdenken. Den Wegzug von Feldern, den kannst du schenken. In Feldern haben nämlich die alle gern. Du bist ein guter Diener deines Herrn. Und das zum Betonen, da wäre ich nicht müde, dass Feldern ohne die ein Stück leerer wird. Und falls wir uns nimmer sehen, dann sag ich es gleich heute. Lieber Mitbruder, ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Zeit. Von den Pfarrern reden. An die Bedächtigkeit von Dr. Konrad haben wir uns ja langsam gewöhnt. Weil bei dem war, wenn er sich hinguckt hat, zum Einschätzen schwer, ob er jemanden nicht mehr mag oder ob er eingeschlafen war. Aber der denkt sich, in der Ruhe liegt die Kraft. Eps, was beim neuen Kaplan noch extremer läuft. Beim Kaplan, da fragst du dich schon, warum läuft heute die Messe in Zeitlupen um? Und wenn er beim Abkommunizieren so vor dir steht, fragst du dich schon, krieg ich es, ich hasse dich oder krieg ich es nicht? Bevor wir uns beklagen, weil Felder hat sich bisher durch jeden zu. Und außerdem haben wir schon eine Freude an unserer Fichtacher Geistlichkeit. So vor ein paar Monaten, im Herbst ist es gewesen, da höre ich vor der Kirche ein paar Frauen reden. Mei ist der Geschmack und dir bist der auch. Ich hab mir gedacht, das wird irgendein Putzer sein. Und dass es um einen Buben handelt, brauchen die Frauen. War der kleine Prinz, dann zahlerweise. Und wir ihn auch mit, dass wir nachsehen lassen sollten, sagen sie, dass sie sich gerade über neuer Fikar unterhalten. Wer hätte denn das geglaubt, dass sowas mal heißt, ein Prinz beim Weidler Stadtbierfest. Begrüße einen Herrn Politiker, und das ist schön, unseren Alois Rainer, unseren MdB. Der hat nach eigenem Bekunden, was mir Sorgen macht, schon manche Nacht in Berlin mit der Rennschi verbracht. Und um da wieder ein bisschen Lob zu kommen, tut er sich eine Zeit für die Weidler nehmen. Bloß eins, lieber Alois, dein Titel MdB ist verkehrt, weil da der Buchstabe B durch ein W ersetzt gehört. MdB? Kann nicht sein, dass du das nicht weißt. Weiß doch jeder, dass das Mitglied der Weidler heißt. Und sollst dann künftig Mitglied der Weidler sein,
dann teilte der Gil Hansi nach so fürs Arbeiten ein. Ein bisschen alles, Neumitglied, wollte er ja heuer arbeiten sehen. Doch da war die Kassöse der Weitler dagegen. Sie sagt, dass sie aufs Arbeiten vom Pinsel schon gern verzichten, weil sonst der Mords drum Umsatz wegbricht. Weil es Angst hat, wenn der Pinsel am Ausschank steht, dass der Verein bei der Abrechnung ein Minus hat. Aber jetzt haben wir was für Leib und Seele und erheben wir unsere Quelle ganz schnell. Trinken wir miteinander, weil das ist das Gäste, die siebte Weitler Stolperfest. Prost! Feder ist noch kurz vor der Stichwahl gewesen. Eine Woche nach dem Fest hat die Feder verstanden, die Wahl zwischen Bruckner und Wittmann geholt. So mancher Wähler hat die Stimmzettel schon verflucht, hat vergeblich nach den Namen Pest und Cholera gesucht. Und die Auszählung auf Macht, da braucht man nicht reden, an Spannung kaum zum Übertreffen gewinnt. Das Ergebnis war ein neuer Bürgermeister. Er ist heute auch da. Natürlich Wittmann heißt er. Anita, musst du aufpassen. Das ist jetzt Schleichwerbung gewesen. Die Bagage kommen dann mir zwar hinten nachher. Dass der Franz mir zuhört, das ist mir eine Freude, obwohl es für mich schon ein Ungewöhnliches bedeutet. Auf den Ex-Bürgermeister müssen wir heute leider verzichten. Der ist in Griechenland, um es endgültig aufzubringen. Der Schorsch, der hat Felder ja polarisiert, aber Stoff für mein Predigt oder halt auch garantiert. Er hat mir selten was übrig genommen, weil meine Vorwürfe, er war spät in die Arbeit gekommen. Aber die Sticheleien, die sind für ihn jetzt vorbei. Und als Letztes, da sage ich jetzt gleich, dass die Fichtacher Bevölkerung ihren Feld zum Verdanken hat. 9 Jahre Arbeit zum Wohle der Stadt. Stimmt. 18 geht in das Rathaus ein. Aber heute halt erst ab Mittag, dann kippen wir auf 9. Ja, und als Bürgermeister begrüße ich heute den Chef von meinem stark pigmentierten Freund. Mit so einem Ausdruck muss ich mich blumen, weil Schwarze darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. Es ist uns auf alle Fälle eine ganz große Ehre, Herr Bürgermeister, Herr Wittmann, habe die Ehre. Ich hoffe, es ist dir heute da herinnen nicht zu laut. Ich hoffe für die, um eine Lösung zu schauen. Ist mir noch nicht ganz genug, kriegst von mir noch einen Gehörschutz-Zucker dazu. Ich denke, du wirst ihn nicht ganz oben kommen lassen, weil du heute dein Nachbar, wenn du dumm kommst, dafür stößt. Dass du dann ganz klar auf Ort kriegst, pfiff die Fall schon, war Franz logisch, du kommst heute öfter drum. Weil ich gerade bei den Bürgermeister bin, kommen wir der zweite und der dritte in den Sinn. Weil die waren ja auch noch ins Amt zum Heben und da hat es vorher viele Spekulationen gegeben. Dass der Greil Hansi zweiter wird, war recht schnell klar, wobei 17 von 20 Stimmen schon überraschend war. Besonders daran ist, dass es schon seltsam ausnimmt,
sogar mindestens ein Roter hat für den Hansi gestimmt. Ich glaube, die hat gemeint, es wird zur Abstimmung gebracht, ob der Geier Hans wieder einen Stadtbierprediger macht. Der zweite hat sich also quasi von selber ergeben, bloß um den dritten, dann zwei ihren Anspruch erheben. Die zwei Bewerber könnten wohl unterschiedlicher nicht sein. Zwei gegensätzliche Typen steigen ins Rennen ein. Was wird denn der Wunsch von neuer Stadtrat sein? Neuer Schwung? Oder doch lieber Filzgefahr? Und so drehen so die Matadoren bei der Vorstellung der beiden, spitzen alle die Ohren. Studenten gegen Elisabethenheim. Manchmal abstruse Ideen, die gesachlich bleiben. Außer Strudeln gegen zuerst einmal länger. Von der Statur her lang gegen nur ein wenig länger. In der Fraktion einstimmig nominiert gegen Grotner so knapp. Parteimäßig gesehen vierte gegen erste Kraft. Ganz neues Gesicht gegen alteingesessen. Neues Amt im Visier gegen schon mal gewesen. Flotte Sprich gegen Eloquenz. Conchita-Bot gegen graue Eminenz. Kurz gesagt, Frischling gegen Erfahrung und noch genauer, Zeitl gegen Schädelbauer. Wobei man im Vorfeld immer wieder hört, dass die Wahl wohl ziemlich knapp ausgewählt. Und dann hat sich herausgestellt, fatal war das schon. Ein Grab von der CSU geht an dem Amt einer hoch. Jetzt wenn CSU und Unabhängige zusammenlegen und Freie, SPD und Zukunft halten dagegen, dann wird es wohl unentschieden ausgehen, dann wird der Losentscheid im Raum stehen und dann wird der Edwin der Dritte der Stadt, weil der mehr Erfahrung beim Losentscheid hat. Aber einer, zwei hat einen Edwin nicht wollen. Und so ist die Entscheidung pro Zeitung gefallen. Jetzt hat Federer ein sauberes Trio, das an der Spitze steht. Mein Gott, hat's mir eh so ein Zeichen zusammengewählt. Ein Handwerksmeister und der Weifler, Vorstand dann vorne stehen und unterstützt werden vom Chef von zappelpuh.de. Mensch ist ein Gewohnheitstier und quält sich an alles. Plus eins dauert, bis man sich daran mal quält, nämlich dass die drei Bürgermeister auch miteinander rennen. Weil das haben wir in der Vergangenheit nicht so oft gehabt, ist aber meine zum Vorteil der Stadt. Ich wollte ja speziell am Franz noch eine Schonzeit geben. Ich wollte ihn heuer noch in Ruhe lassen, habe aber folgendes Problem. Er hat, Klammer auf, sich, Klammer zu, schon so viel geleistet, was die Medienpräsenz der vergangenen Monate beweist. Und darum gebe ich, weil ja erwartet wird, dass ich das tue, abschließend halt auch noch mein Senf halt dazu. Beim Amtsantritt in Feldern, wahrlich ein Traum. Als erstes müssen die Palmen in der Stadtdruck laufen. Die haben doch nicht gestört, die haben die meisten Rehen. Und darum sage ich dir, Franz, meine Lösung war eine andere gewesen. Ich hätte da auf einen kurzen Nenner schnell gebracht, Survival-Training für die Staunen macht. Ich hätte sie bitte stehen lassen, dafür das Christbaum hernehmen und irgendwann dann sein natürliches Ende nehmen. Aber der Franz will es wegkommen, sagt er ganz agrat, dass sicher ein südländisches Graffi für Felder nichts wert. Er hätte normal nichts gegen ein südländisches Flair, aber nur im Urlaub. Es gehört auch Felder nicht her. Da waren der Griech und der Döner fein nicht recht erbaut. Sogar der Tiso hat sich gleich einen Nachfolger geschaut. Franz, mein Kommentar dazu kann ich dir heute nicht ersparen. Gegen südländische Empfehler sein, aber Maserati von. Jetzt sagt ihr schon, Franz, jetzt
erst richtig an. Seine Anfangsphase im Amt tut sich gut ausnehmen, doch dann ist leider der Juli gekommen, wo am ersten Wochenende hinlänglich bekannt alle im Ausnahmezustand seit Jahren sind. Für Einheimische und Besucher, fast für jeden frei. Es ist Gott sei Dank wieder Bürgerfestzeit. Beim Einzug hat der Franz erstmals ganz vorne marschiert, hat seine Stadtratsmannschaft um einen Ring rundum geführt. Da hat er eröffnet, Leute haben gegessen und getrunken und Deutschland hat am Abend auch noch gewonnen. Es war so schön, dass gar nicht heimgehen wollten, eine super Atmosphäre uns wieder gefallen. Und auch am Samstag haben wir wieder einen Volltreffer gelangt. Am Sonntag hat der Franz noch aufgeschenkt am Handwerkerstand. Es war für ihn keine Arbeit. Nein, es war ein Spaß. Und ihr freut sich schon auf eine Feierabendmass, war am Abend zu spät, ihr habt es ja nicht gekannt, die ACDC Revival Band. Aber der Franz ist ja neugierig, das glauben wir vielleicht. Und hat googelt, was das ACDC denn eigentlich bedeutet. Als Ergebnis für ACDC kommt Gleichstrom, Wechselstrom raus. Aha, denkt sich der Franz, jetzt kennen wir aus. Das ist da eben so, was ich mich schon frei. Das wird die Kampagne von der Elektroindung sein. Wobei er sich vor sich hin summen, schon einstimmen tut. Stecker rein, die Stecker raus. Ja, geht's gut. Das Wunder wird für ihn Unterhaltung pur. Es geht schon langsam auf 8 zu. Dann, der Franz hat sowas noch nie vorher gehört. Hells Bells, der Einstieg in jedes ACDC-Konzert. Punkt 8, die ertönen Glocken, das kann für den Franz nur bedeuten, der Vorratslamm predigt, jetzt seid ihr erst vorne bleiben. Dann ist losgegangen, dass man die Ohren nicht traut, nicht der Technik, aber am Franz hat sie Sicherung ausgezogen. Er stürmt auf die Bühne mit schnellem Schritt. Hey, habt Leute gedacht, singt er jetzt mit? In die darauffolgenden Tagen, weil wir es noch wissen, haben sie unseren Bürgermeister einen feinen Schuhschied zerrissen. Alle Kommentare waren aber auch von lustiger Art. Was hätte sich denn der Franz bei ACDC anders erwartet? Das war das Gleiche, als gar einmal in der Freudenhaus und wundert sich, hey, wie zieht sie jetzt aus? Der Franz wird dann von der Bühne Leid und Bett begrüßen und die Vierte wird dann auch ein wenig mitgehen müssen. Doch bitte euch eins, da hätt's jedermanns Dank. Legt sich eure Hosen um und zieht's mir nicht blank. Wenn das zum Singen zumuten möchte, das kaum. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf, da haben wir so beschworen.
ich auch viele Wein. Und da ist mir was aufgefallen, das möchte ich euch erzählen. Wenn ich den Weg über die neue Ringbrücke nehme und dann an der Kläranlage vorbei nachher komme, ist mir ein paar Mal aufgefallen, es gibt auch andere Zeichen. Man sieht dort oftmals weißen Rauch aufsteigen. Und wenn ich den Rauch in die Helge sehe, dann kommt mir in den Sinn, wollt ihr ein neuer Papst oder was treibt ihr da drin? Wir haben es dann erklärt, für mich völlig neu, das soll eine Klärschlammverbrennungsanlage sein. Nein, haben wir das ehrlich falsch schon, dass man, es wisst schon, auch anzünden kann. Dann habe ich mir gedacht, das kann durchaus sein, weil manchmal brennt es bei mir hinten an. Ich habe mich gleich gefreut, weil Scheiß wird ja nur fabriziert. Dann ist mir gesagt worden, dass die Anlage nicht recht funktioniert und dass der Feldacher Klärschlamm, der entsorgt ja mal gehört, weiterhin nach Hannover aufgekommen wird. In Niedersachsens Landeshauptstadt braucht man den Dreck nachher hin. Dort gab es eine blühende Klärschlammindustrie. Kein Wunder, dass das Feldacher Selbstwertgefühl schon hebt, wenn man bedenkt, dass Hannover von unserem Scheißdreck nimmt. Ein Thema hat die letzten Wochen bestimmt, klar, dass dieser Platz in meiner Predigt einnimmt. Von wo sie redet, das antwortet ihr nicht, vom Bahnprobebetrieb Gottes Zellfelder. Und wie das alles gelaufen ist, was da ist, geht, hat ein Landkreis schon vor einer Zerreißprobe gestellt. Seit Jahren hat man für den Bahnbetrieb gekämpft. Nichts von der Vorfreiheit und die Erwartungen entdämpft. Alle Gemeinden haben sich vorab dafür ausgesprochen, doch auf einmal darf manche einen Rückzug machen. So manche Bedenken hört man mit der Zeit, zum Lösen wohl nur durch einen Bürgerentscheid. Für mich hat es schon verwundert, dass man den Weg nachher geht. Für was haben wir denn einen Kreistag gewählt? Aber die zwar knappe Mehrheit der Kreistagsblosen hat anscheinend nicht nur Arsch in der Hosen. Politisch geschickte Schachzüge hier oder her, für mich zum Nachvollziehen wirklich schwer, weil auch da muss man sich wirklich schon Sorgen machen. Unter die Landkreisleute ist schier ein Krieg ausgebrochen. Und im Laufe der Zeit wird es schlimmer und schlimmer. So was erlebt ist so gleich, möchte ich fein nimmer. Na gut, letztendlich hat es ein eindeutiges Ergebnis gegeben, mit dem müssen jetzt auch die Bahngegner nehmen. Sie müssen es akzeptieren und müssen es darum, außer sie kannten im Gleisbereich alte Knochen ausgraben. Oder wenn sie ein seltenes Tier präsentieren können, oder einen Schwammer, einen roten Ritterröhrling finden. Für Felder ist es letztendlich gut ausgegangen, da dürfen wir uns beim Dr. Schlüter und seinem Profit bedanken. Bei ihr dürfen wir mit Lob und Anerkennung nicht sparen, weil wir im wahrsten Sinne in eine gute Zukunft fahren. Und ich denke, dass es im Landkreis wieder beruhigen wird, auch in der unbedeutenden Siedlung unterhalb von Kalkgeriert. Dass sie langsam für eine Metropole wollt, bloß weil der Rode für ihn Gemeindekassen zahlt. Weil da eine andere Meinung wie die eigene nicht zählt, das gehört Eisner, hält sich für Nobel der Welt. Wobei, ganz ehrlich, ich sag drauf ganz barsch, so weit ist der Nobel nicht weg vom Arsch. Das Eisner da draußen, unscheinbar und klar, kommt sich fast wie eine Großstadt vor. Dass aber wir die Größten sind, das ist nicht übertrieben, steht ja sogar schon in der Bibel geschrieben. Ich habe die Bibel noch so oft durchlesen können. Kein Wort über Deißner kann man drin finden. Aber gleich ganz vorne, wo die Schöpfung steht, da beweist sie, um was unserem Herrgott geht. Der Herrgott hat bei der Welterschaffung gewerkt wie ein Wälder. Und in den ersten Tagen schuf er Meer und Land, dazu Wiesen und Feier.
den sollte man den Landkreis als Körper beschreiben, dann ist verändertes Herz vom Landkreis Ring und nur ein Puppets Herz kann was bewegen. Mit aller Macht marschiert Feder voran und der ganze Landkreis profitiert letztendlich davon. Der Landrat tut nach dem Entscheid gleich instruieren, die Sieger sollten die Verlierer jetzt nicht auch noch provozieren. Übertriebene Siegerposen darf überhaupt nicht passen. Man sollte die noch Möglichkeit unterlassen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das richtig war, aber auch gerade heute, da herin, da fällt mir das schwer. Ja, das mag für mich ja fast unmöglich sein. Nur Superlative fallen mir zur Pfeilerei. Und liebe Auswärtige, wenn Sie es jetzt nicht hören, der Franz leitet euch seinen Gehörschutz sicherlich mehr. Was in den nächsten paar Zeilen um Pfeiler geht, seit 8. Februar der Mittelpunkt der Welt. Haben wir früher schon bloß mit dem Fernglasmeer gesichtet worden, mit der Bahn, da liegen wir jetzt uneinholbar vorn. Dass Pfeiler Endstation ist, macht mir keinen Verdruss, weil das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Für manche draußen, da ist ganz gewiss, dass Pfeiler auch nur eine kleine Nummer ist. Aber dass wir das sogar gern sind, Wunder ist keins. Wir sind und bleiben eine kleine Nummer, die Nummer 1. Und ich schreie es heute aus, weil dann weiß ich wieder leider, das Beste auf der Welt, das ist und bleibt Feiler. Wenn wir uns loslösen dachten, das war für den Landkreis nicht schlimmer. Mei, der Murjährig lernt Landrat, man hat dann braucht man bald nicht mehr. Sie sehen schon kommen und ich sehe jetzt gern, dass wir ein kreisfreie Stadt dann irgendwann werden. Und wenn rund um und um alles zusammenkracht, Pfeiler wird früher oder später das Zentrum der Macht. Ob Tourismus, Wirtschaft oder Bildung sei, an Pfeiler führt kein Weg mehr vorbei. Was warten Hauptstädte und die Metropolen der Welt? Schießen drauf, nur Feder zeigen. Ich weiß selber, es wird wohl nie so kommen, aber unseren Stolz auf Feder kann uns keiner nehmen. Und es klingt zwar nicht schön, aber ehrlich, mir gefällt's. Der Neid der anderen rundum ist Fichtachstolz. Prost! Eingesetzt worden,
Gerade wenn es um Erziehung gegangen ist, da machen die Omas auf gar keinen Geschiss und sagen zum Beispiel, was für ein Schluss, nur wenn es nicht auf ist, dann kommt der Russ. Naja, an meiner Wand kann man gut sehen, beim Aufessen hat es bei mir ganz sicher nicht gelegen. An mir kann sie manche ein Beispiel nehmen, aber der Russ ist trotzdem gekommen. Der hat beim Schmaus. Und ich hab hier. Der hat beim Schmaus und ich hab gehört, dass er das Bild von Feder verändern wird. Mei, ein schöner Anblick, wenn der Schmaus ja von mir, jetzt will er den Russ umbauen. Aber wir. 95 Zimmer und Suiten möchte er machen. Möchte international die Gäste aufkochen. Mit dem Wegfall vom Saal, da kann man gut leben. Da hat es ja eh nicht was zum Trinken gegeben. Und noch etwas höre ich auch ganz gern. Die Bedienungen sollen angeblich schneller werden. Ich glaube, dass da Vorbild unsere weiteren Bedienungen waren, die optisch schon von der Arbeit her vom Feinsten haben. Ein Spa-Bereich, den plant er noch. Wellness auf 4-Sterne-Niveau. Den Bereich darf auch die Bevölkerung in Anspruch nehmen. Auch Josefa darf zum Duschen kommen. Die Parkplätze beim Schmaus, die sind wirklich rar. Weil ich glaube, dass verwöhnte Gäste einen anderen Anspruch hätten, als sich in den Hinterhof reinzufretten. Jetzt habe ich gehört, er möchte ein Parkhaus bauen und darf dafür in der Nachbarschaft schauen. Er tut mit dem Dr. Konrad Kontakt aufnehmen, weil die Kirche darf dafür in Frage kommen. Ob wegreißen oder Umbau, war er zu aus zum Loten. Er hat aber einem Pfarrer einen Ersatz geboten. Der Dr. Konrad sagt, er lässt sich darauf ein, aber ein vergleichbares Kirchenschiff soll es nachher schon sein. Und das hat der Russ wohl falsch verstanden, weil was soll ich euch sagen, liebe Frauen, liebe Männer, er hat gleich fest die Fakten geschafft und hat eine ausarrangierte AIDA gekauft. Ich hätte jetzt gern noch Feder gebracht, dazu gehört der Ring, wo man Schiffbau hat. Und weil man jetzt weiß, wie es geht, ist es noch soweit, die Angler wollen jetzt einen Bürgerentscheid. Wir machen dann Felder noch viel mehr her, einen Bahnanschluss, einen Hafen, was wollen wir denn mehr? Sicher bin ich mir nicht, ob es so kommt, wie es mir gefällt, aber Hauptsache ist, der Ruby holt. Irgendwann haben sie mir einmal erzählt in der Stadt, die Josefa hat in Kölnburg ein Bumserchen gehabt. Wie haben sie denn das in Erfahrung gebracht? Sie hat wahrscheinlich ein Selfie für Facebook gemacht. Ja, mei, habe ich gesagt, ich verkund sie, lasst sie die Freiheit. Sagt der andere, aber nein, doch nicht in der Öffentlichkeit. Wie ich so nachdenke, sagt der andere noch schön, dass Seferl am Kirchplatz drum abwandelt hätte. Auf meine Rückfrage sagt er, das hat mich weiter irritiert, sie hätte unterhalb der Burg einen Roten berührt. Mit der Auskunft lassen wir mich wieder im Reden stehen. Hat es jetzt einen Indianer oder einen von der SPD? Wobei sie jetzt sich selber denkt, fast jeden Tag im Freiz, doch kommt von der SPD, wenn dann nicht gescheit. Ein Unfall im Verkehr hat es gehabt, sagt der andere dann bloß. Ja, ist es jetzt schwanger oder was? Gedanken, die falschen waren, es darf sich da um eine Autogeschichte tragen. Und dann war es wieder unmöglich, mich auszukennen. Tut man denn das, was die Josefa hat, überhaupt Auto nennen?
sonst nicht ferner drüber. Josefa, pass auf, und dann bleibt aus dem Blick gar nichts über. Wobei sie ihr Vehikel für Kulburg schon lohnt, weil so bleibt es vor Autodieben großteils verschont. Weil die Dinge, wenn sie schon so reden hat, wo es dann wohl der Rest von Kulburg fährt. Wie es da in der Sache weitergeht, ist, was mich nicht interessiert. Hauptsache, meinem Seferl ist nichts passiert. Weil ich sage es immer wieder, das holt mir nicht schwer, dass sie schon eine zum Heiraten war. Sie war schon eine, das möchte ich meinen. Hast du jetzt schon einen oder traut sie immer noch keinen? Dem, der dir einmal heiraten wird, dem ist ja die Himmelfahrt quasi garantiert. Aber Himmelfahrt war dem dann vielleicht sogar zuwider, weil im Himmel drum, da trifft er die ja gleich wieder. Denn dass du da reinkommst, das bezweifle ich nie. Du schwatzt den Petrus am Eingang schon so lange hin. Und bevor der Petrus einen Tinnitus riskiert, wird dir die Tier zum Paradies abgespielt. Und dann geht's aber auf im Himmel drum. Die Dreifaltigkeit hat dann bald nichts mehr zum Sagen. Die Machtübernahme, die wird der Quizklicker zum Herrgott sagt, die werde ich in den Ruhestand schicken, wird Zeit, dass ich mich um die Belange kümmere und dein Vorhut und den Daumen, auch die brauche ich nicht mehr. Wenn sie Chefin war, darf sie für mich nicht gut ausnehmen. Ich habe schon Antrag gestellt, ich möchte oben kommen. Jetzt darf es nicht so, weil es war der Wunsch unerhört. Ich denke, dass ich die meisten von euch und wieder treffen werde. Zum Schluss, Eferl, was ich einfach ohne die tat. Ohne die war es langweilig und furchtbar fad. Drum lass dich ja nicht zu stark verbirgen und lass dich auch ja nicht untergrillen. Das Leben ohne die, keinen Sinn mehr geht's. Drum Krönchen richten und weiter geht's. Derzeit steht, nämlich Elektromobilität. Mit E-Wald wird da angestrebt, dass man Mobilität auf ein ganz neuer Level hebt. Level ist Englisch, das weiß ich schon, sagen wir es lieber auf Deutsch, sagen wir Niveau. Statt hat sich auch so eine Elektrokiste bestellt, ein Nissan Leaf haben sie aus dem Angebot gewählt. Und jetzt passt es auf, was ich euch berichte. Ist wahrlich eine schöne und lustige Geschichte. Beim Franz tut der Termin in seinem Kalender stehen, und zwar drunter in Deggendorf bei der WBW. Mit der Abkürzung wisst ihr vielleicht nichts anzufangen, drum einfach gesagt, ums Wasser ist gegangen. Und der Franz hat sich gedacht, es kann geschickter sein, weil Vize und der kommissarische Kämmerer waren dabei. Wir fahren elektrisch, hat der Wittmann Franz gesagt, und dann haben sie die drei in den Nissan reingeguckt. Der Franz ist nur mehr aus der Kamera gesessen, er hat nämlich gleich einmal das Ausstecker vergessen. Wenn ich weiter erzähle, dann wird euch schnell klar, dass das erst der Anfang von einer Horrorfahrt war. Man meint, man kann sich Zeit und Kilometer sparen, wenn man sich entscheidet, über das Kredit zu fahren. Alle sind sich einig, dass der Nissan zurück wie weit. Man sieht aber auch, wie die Reichweite runtergeht. In Deggendorf nachher tut der Vize sein Mittevortrag, der Franz möchte ein Auge auf den Energieverbrauch haben. Der Franz meint, er braucht ein gewiss nicht schleichen, der Akku darf leicht bis auf Felder zum Greichen. Naja, nach der Verhandlung bei WBW tut es wieder Richtung Felder gehen. Und auf Politikaffe, der Hans sieht es nicht gern, tut die Reichweitenanzeige leider nicht einstellig werden. Doch an Franz, den stört es nicht sehr, aber oben zur Hand sagt, da wären es wieder mehr.
sie dann die Frage nicht erspannt, kann man mit Minusreichweiten auch noch fahren? Und ich glaube, der Franz kriegt langsam nur, weil das Warnzeichen blinkert in einer Tour und da passiert es auch noch, ja, muss denn das sein? Der Franz schaltet versehentlich den Radio ein. Der Hans meint, dass es jetzt sicher dann gar nicht mehr geht, weil der Sprecher im Radio auch schon langsamer ist. Aber es läuft noch. Ein Berg noch. Dann haben wir es geschafft, weil ab den 85er Jahren geht allwärts laufen. Und dann schleicht man, nur ein Schneck wird das kennen, im Standgasmodus Richtung Aschenbrenner. Und wir gerade alle zum Jubelschrei ihre Stimmen erheben, haucht die Batterie aus, ihr letztes bisschen Leben. Kein Meter tut das Auto mehr gehen, auf der Abbiegespur bleibt die Sau hinten. Aber keiner wird nur so richtig Siri, Schirmen halt die Bometer 4. Heißt man halt sagen, dann schafft man das schon. Einer bleibt sitzen und zwei Schirmen. Jetzt stellt euch die drei Mann einmal bildlich vor. Da war eine Diskussion, wie er sitzen bleibt, eigentlich gleich mal. War ganz unterschiedlich von der Statur her sind es der Wittmann Matthias, der Hans und der Franz. Doch dies ist dem Chef schon einerlei, er teilt die zwei anderen fürs Unschön ein. Und du spannst erst, wie giftig schon kleine Steigungen sind, wenn Elektroauto nebst Bürgermeister zum Umschwimmen sind. Der kleine Hans schwimmt rechts und wird immer kleiner und bett inständig, hoffentlich kennt mich keiner. Wobei das nachher nicht so gut klingt, weil die Aschenbrenner Belegschaft schon an der Scheinwerfer bekommt. Klar, dass der Wittmann Matthias nicht anders geht, aber der denkt sich, mei, die Stunden bringen sie gleich. Spaß macht der Franz da irgendwie mehr. Er grinst und kriegt freundlicher Gegenverkehr. Der winkt nach zurück und fragt sich gerade, warum der Franz den Heiz so langsam fährt. Und andere Fahrzeuglenker werden sich denken, warum werden beim Wittmann zwei Zwerge an der Stoßstange gegangen. Aber irgendwie haben sie es dann geschafft, zumindest der Hans und der Matthias am Ende ihrer Kraft. Beim Franz dagegen hat nichts gefeit. Der sagt, das macht man wieder bei Gelegenheit. Da sieht man, was die zwei für ihren Chef alles sind. Und wir danken sie heute für den Freimaßfall. Aber vor der Leistung von Hans und Matthias ziehe ich meinen Hut. Zwei sichere Anschieber, dann an Franz und Felder gut. Dann waren sie endlich im Rathaus zu Ehren der Freiheit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aus dem Stand rankiert. Aber es ist nicht so, wie in der PNP-Ankündigung geschrieben steht, dass der Prediger fein internes Wissen angehäuft hätte. Und wenn ich auch einen guten Draht zum Vize habe, bei Internas blockt mir der fast zu schnell ab. Und dass der Infofluss und der Alkohol vielleicht besser läuft, ist auch nichts, weil der kleine Hans meist bloß alkoholfrei Saft. Bloß eins hat mir der Vize einmal verzeiht, und zwar, wir sind die Stadtratssitzungen Obergeld. Wobei ich auf Darstellung des öffentlichen Teils heute mal verzichte, weil über den wird ja eh in der Zeitung berichtet. Und ist im öffentlichen Teil meist Harmonie und der Ruhe, jetzt im nicht öffentlichen Teil schon anders zu. Da gibt es erst, ich weiß nicht, ob ihr es glaubt, die ehrfürchtige Huldigung des Stadtoberhaupts.
wo anfangs der Geschäftsleiter Saller aussehetzt und den Schnölsburger Meister Sessel durch einen Thron ersetzt. Auf die Presseplätze, da kommen, ja genau, Fernsehkameras von Wittmann TV, der Protokollführer der Fulni, die darf auch Abschied nehmen, weil für ihn zwei hübsche Blondinen kommen. Und auch die Bürgermeisterketten legt er sich unter Franz und am Kopf jedoch Gusto, Krone oder Lorbeerkranz. Neue Tönenfanfaren geben lang keine Ruhe, einer von den stark pigmentierten fächelt der Frischluft zu. Man reicht ihr Wein drauf, ein guter Schluck muss nur sein, für die Stadträte taugt das Tafelwasser von der Brauerei. Weil er schlicht das erste Mal gesehen hat, hat man ein Ja, du großer Gott, Herrn. Sagt der Franz, genau die Anrede hätte ich am Metzger gerne. Klar, dass die schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, bis man dann zur Eröffnung der Sitzung noch eine Hymne stimmt. Und ich sing zwar nicht schön, aber gern, und los euch jetzt die Hymne her. Ja, ja, da wird man Franz, da wird man Franz, da wird man Franz, der uns sonst keiner kann's, der uns sonst keiner kann's. Ja, ja, da wird man Franz, da wird man Franz, da wird man Franz, verleiht der Stoß ein Glanz, da wird man Franz. Zum Fassen von Beschlüssen, wie die so läuft, lasse ich euch noch wissen. Jeder Stadtrat gibt in der Regel für 5 Minuten seine Hand. So lange dauert es, bis alle Beschlussvorlagen vorgelesen sind. Als Alternative hat man aber auch schon erlebt, dass man nämlich einmal die Hand für einen Sonnenschluss hebt, wenn nämlich die Beschlussvorlage vortragen wird, dass man sich mit allem, was der Franz tut, einverstanden erklärt. Diskussionen gibt es nicht für ihn. Halt, doch eine, und zwar schon eine wichtige, so eine, weil jedes Mal ja auch zur Abstimmung steht, ob man hinten noch zum Igelhaut oder in den Keller geht. Und wenn ihr es nicht glaubt, dass die Sitzungen da so waren, dann verzeihe ich es nächstes Mal einen anderen Schmarrn. Aber nicht mehr euch, denn jetzt gebe ich Ruhe, ich glaube, es ist für heuer nur. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe auch bestimmt keinen verletzen wollen. Ich hoffe aber auch, keiner macht jetzt ein Geschiss, weil er in meiner Rede in die Droh gekommen ist. Ich bin gern wieder gekommen und bereit tue ich es nicht. Es ist was Besonderes, wenn man auf der Bühne steht. Und jetzt höre ich auch mit dem langen Reden. Ich danke euch fürs Zuhören. Recht schön ist es gewesen. Und was ich zum Schluss sage, ist für alle nicht neu. Es ist schön, in Feldern daheim zu sein. Und wir brauchen die Zukunft wirklich nicht scheinen. Wenn jeder sein Bestes gibt, dann kann sie nichts bleiben. So eine Heimat wie wir haben, ist nicht leicht zu finden. Wir hätten es schlechter erwischen können. Ich dringe jetzt auf Netz, weil es mir ja nichts kostet. Auf unser geliebtes Fichtau. Danke und Prost!
Teil meiner heiligen Rede. So schlecht ist der Franz als Bürgermeister bei ihm. Weil er war einer, der entscheidet, der Beschlüsse fasst, als wir einer, der in jeden Anschein passt. Und man kann über ihren Denner so oder so ganz gewiss, ein Hund ist der Bürgermeister bei schon. Aber bevor es da was einweist, Franz, sag ich dir gleich, so scharf brauchst du auf die Bezeichnung ein Hund gar nicht sein. Weil ein Hund in Feldern neuerdings dann auch versteuern muss, nicht, dass sie die Bevölkerung bald einmal einschläfern lassen. Für feine nein, Diplomatie, nein, das ist nicht das Dein. Wenn ich dir den Titel Diplomat antrage, war das gleiche, als wenn ich zum Landrat alter Weiberer sage. Für die Entschuldigung kann er sich nichts kaufen. So ein Fehler darf eigentlich nie passieren. Ich hoffe, er tut die Entschuldigung heute akzeptieren. Und eins hoffe ich auch, dass man dadurch nicht vertreibt und er weiter mit ihm bleibt. Ich glaube, ich habe jetzt noch gar nicht verzeiht, dass bei dem Vorfall heute zum nächsten Mal um einen Helmut geht. Und zwar wird das Unheil seinen Anfang nehmen, wie bei den Einladungen ist ein falsches Etikett rausgekommen. Und leid, es ist so zwider, es ist allerhand, aber man hat es in der Hektik gar nicht gespannt. Folgender Ausdruck war richtig, normalerweise Worsten, an den Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Und rausgekommen ist, die Weitler haben einen Scheiß drum gekauft, an den Forstenminister für Ernährung und Landwirtschaft.